Mitten in der Wüste liegt still und einsam eine kleine, unbedeutende Oase. Sie liegt fern der üblichen Routen der Karawanen. Mitten in dieser kleinen, unbedeutenden Oase sitzt eine kleine, unbedeutende Gestalt. Sie ist in ein Tuch gehüllt, das sie vor den Sandwinden schützt. Der Sand droht die kleine, unbedeutende Oase zu versanden. Die kleine, unbedeutende Gestalt kämpft dagegen an. Sie schaufelt stündlich den Sand in die Wüste zurück. Und mit dem Wind kommt der Sand immer wieder. Ab und zu verirrt sich eine Karawane in die kleine, unbedeutende Oase. Keine kommt je wieder. Die Karawanen verschwinden in der Wüste, deren erbarmungsloser Sand die kleine, unbedeutende Oase versanden will. Die Karawane zieht weiter. Die kleine, unbedeutende Gestalt blickt ihr hinterher. Sie denkt: Eines Tages werde ich der Karawane folgen.